Papa spielt mehr mit mir. Mama hat ja immer keine Zeit. Die haben sich ja getrennt und Papa ist jetzt irgendwo und Mama ist bei mir, weil sie mögen sich nicht mehr ganz so dolle. Also meine Mama ist ja nett und freundlich, aber sie kann auch manchmal sehr streng werden. Manchmal, da mache ich nicht das so, was Mama sagt und dann gibt es doch so ein bisschen Streit. Manchmal kuschelt Arthur mit Papa, manchmal kuschel ich mit Mama. Als die Eltern dieser Kinder selbst Kinder waren, da galt auch ihr erstes Lächeln, Mutter und Vater. Diese beiden wichtigsten Menschen erschienen den Kindern wie unverwundbare Riesen. Und ein Nachmittag mit ihnen konnte ewig währen. Die Familien lebten in einem kleinen Land namens DDR. Und die meisten von ihnen haben es bis zu seinem Ende nicht verlassen. Und obwohl dieses Land schon lange nicht mehr existiert, prägt es die Kinder des Ostens bis heute. Wen hast du eigentlich lieber, Mama oder Papa? Alle beide. Mutti und Papa. Meine Mutti. Vati. Spielen die auch manchmal mit dir? Ja. Werden, Mutti oder Vati? Vati. Vati. Von wem lässt du dir lieber eine Geschichte vorlesen, von Mutti oder von Vati? Von der Mutti. Mein Held war schon mein Vater. Den habe ich auch, ehrlicherweise muss ich sagen, mehr geliebt. Ich habe meine Mutter geliebt. Das war eine liebe Mutti. Manchmal auch ein bisschen strenger, aber das war sicherlich richtig. Meine Eltern, die haben sich scheiden lassen, als ich 4 war. Und dann habe ich meinen Vater 10 Jahre lang überhaupt nicht gesehen. Geboren im Osten Deutschlands. Das bedeutet zumeist Geborgenheit und Liebe. Doch Erwachsene sind nie nur Eltern. In der DDR gehen fast immer beide Partner arbeiten. Die Mütter bleiben maximal ein halbes Jahr zu Hause. Danach übernimmt der Staat. Krippe, Kindergarten und Hort kommen für einen großen Teil der Erziehung auf. Doch wann immer es möglich ist, versuchen die Eltern für ihre Kinder da zu sein. Meine Mama war eine sehr souveräne Frau, also eine sehr große Frau, die immer einen sehr aufrechten Gang hatte und eine sehr aufrechte Haltung. Also die war immer, also hat sich sehr sicher immer präsentiert und hat mich immer sehr verteidigt und war so eine Löwenmutter. Katharina Kraft wächst in Dresden allein mit ihrer Mutter auf. Das Geld ist knapp, aber für den kleinen Haushalt reicht es aus. Der größte Luxus ist die Zeit, den Mutter und Tochter miteinander verbringen. Katharina ist 6 Jahre alt, als die DDR verschwindet und eine neue Zeit auch in Dresden Einzug hält. In unserem Haushalt mit meiner Mutter und mir damals hat sich so viel nicht verändert, aber eben ringsrum, dass halt alle Leute dann pinke T-Shirts anhatten oder was Neongrünes von Nike, dann diese ganze Markenkultur kam und diese ganzen bunten Plastikdinge ohne Ende, neue Farben und Formen. Die bunte Glitzerwelt des Westens fasziniert die kleine Katharina. Nie gesehene Dinge wecken bisher unbekannte Begehrlichkeiten. Und eines Tages, im Sommer 1991, begegnet ihr eine Versuchung, der sie nicht widerstehen kann. Es gab ein Kaufhaus in unserem Stadtteil mit einer sehr großen Spielzeugabteilung für Kinder, die total vollgestopft war. Und da habe ich im Schaufenster ein Pferd gesehen, was ich wunderschön fand. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich dann wirklich abends im Bett gelegen und habe daran gedacht und habe mich nach diesem Barbie-Pferd gesehnt. Ich habe davon geträumt, wie ich mit diesem Pferd und meiner besten Freundin und unseren Barbies immer spiele, dass wir eben ausreiten. Also die Barbies aufs Pferd draufsetzen. Und das hat mir wahrscheinlich geholfen, so meine Träume in Bezug auf der Wiese langreiten und Freiheit und Tiere und das eben auszuleben. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, das schöne Barbie-Pferd und das wünsche ich mir. Und habe meine Mutter besprochen, dass sie mir das doch denn irgendwie kauft. Und sie hat gesagt, nein, ich kaufe dir sowas nicht, weil ich das verachte. Wenn du das Barbie-Pferd haben möchtest, musst du dir das selber kaufen. Dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich so lange sparen, bis ich das Barbie-Pferd habe. Katharinas Plastiktraum ist für die kleine Familie zu teuer. Doch das Mädchen entwickelt einen Plan,
um ihr Ziel auch ohne das Geld der Mutter zu erreichen. Ich habe kein Taschengeld bekommen, von dem ich mir hätte das Barbie-Pferd kaufen können. Und musste das anders finanzieren. Ja, ich weiß, wenn ich mit meiner Mama im Alltag irgendwo unterwegs war, da hat sie dann manchmal gesagt, hier hast du mal 5 Pfennig. Oder ja, behalte das Wechselgeld vom Bäcker. Oder geh Flaschen wegbringen und behalte das Flaschenpfandgeld. Ich hatte eine Pappkiste. Die wurde dann zugeklebt mit Klebeband. Dann hat man da oben mit der Schere so einen kleinen Schlitz reingeschnitten. Und dann habe ich da immer mal einen Pfennig reingetan. Aber das schöne Barbie-Pferd hat 42 Mark gekostet. Aber der Traum vom Barbie-Pferd war so stark, dass ich das durchgehalten habe, so lange zu sparen. Über ein Jahr oder anderthalb Jahre. Lange, lange, lange Zeit. Katharina ist 9 Jahre alt. Als der große Tag endlich kommt. Ich habe mit meinen kleinen Kinderfingern die Sparbüchse immer aufgepult an der Ecke und das rausgenommen und gezählt, um dann zu wissen, okay, bald hast du es zusammen. Dann kam der Tag, da hatte ich alles Geld zusammen und bin mit meiner Mama zum Kaufhaus gefahren. Habe mich dort vor den Tresen gestellt, der war ungefähr hier in der Höhe. Und habe meine Kiste mit dem Geld ausgeschüttet. Die Verkäuferin, die hat sich auch gefreut und war auch ganz gerührt. Und es waren halt alles kleine Münzen, wirklich so ein Berg auf dem Tresen. Und dann hat die ganz lange gebraucht, ehe sie es durchgezählt hatte, bis sie irgendwann gesagt hat, es sind 41 Mark 10. Und da hat meine Mutti dann noch den Rest draufgelegt und dann konnte ich mein Barbie-Pferd mit nach Hause nehmen. Ja, da war ich sehr glücklich. 8 Stunden arbeiten. In der Fabrik oder im Büro. Und danach die Kinder versorgen. In diesem täglichen Rhythmus leben viele alleinerziehende Frauen in der DDR. Eine enorme Doppelbelastung. Die Mütter ohne Partner müssen im Haushalt so gut es geht improvisieren. Und die gemeinsame Zeit mit den Kindern ist immer zu knapp. Doch als Außenseiterinnen fühlen sich diese Frauen keineswegs. Es gab relativ viele alleinerziehende Mütter und es ging deshalb, weil auch die Lebenshaltungskosten gering waren, also Miete und Grundnahrungsmittel und eben auch alle Kindereinrichtungen ziemlich kostengünstig waren. Aber einfach war es auf keinen Fall. Für die Mutter, die von der Arbeit kommt, ist die Arbeit noch nicht getan. Auf dem Heimweg holt sie die Wäsche ab und besorgt fürs Abendbrot was. Zu Hause warten die Kinder schon und wollen von ihr dies und das. Und nach der Wende ist praktisch auch da, wie in allen anderen Dingen, die ist neu bewertet worden. Dass eine alleinstehende oder alleinerziehende Frau, Mutter, natürlich viel kritischer gesehen wurde und es real auch schwerer hatte. Zumal auch gerade die Frauen in einem höheren Maße ihre Arbeitsplätze verloren als die Männer. Die Wiedervereinigung 1990 bringt alleinerziehende Mütter im Osten Deutschlands unter enormen gesellschaftlichen und finanziellen Druck. Kinder zu haben, das ist in der neuen Zeit eine kostspielige Angelegenheit und allein nur schwer zu meistern. Das Lebensmodell dieser Frauen wird zum Armutsrisiko. Wenn eine solche Mutter arbeitslos geworden ist, hatte sie natürlich ein besonderes Problem. Und die Gefahr, dann in die Verarmung zu rutschen, ist natürlich da immer gegeben und auch sehr groß gewesen. Katharina hat den finanziellen Mangel in ihrer Kindheit nicht als Beschränkung, sondern als Chance empfunden. Sie hat früh begonnen, aus wenig viel zu machen. Schon mit 15 näht sie ihre eigenen Kleider. Heute studiert sie Modedesign und lebt mit ihrer kleinen Tochter in Halle, auch als alleinerziehende Mutter. Ja, das Barbie-Pferd, mit dem habe ich lange gespielt, auch länger, als ich eigentlich Interesse an der Barbie und dem Spielen damit hatte, weil es eben so ein ganz mein eigenes war. Weil ich es mir eben selber gekauft habe, selber gespart habe, habe ich da sehr lange dran festgehalten und habe es auch nie weggegeben. Ich habe es geliebt. Und hat blaue Augen.
40 Jahre zuvor geht es nicht um buntes Spielzeug. Als das kleine Land DDR aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs entsteht, gibt es kaum Platz für Kinderträume. Viele Väter sind im Krieg oder in der Gefangenschaft geblieben. Die Mütter versuchen, die zerstörten Familien neu zu ordnen. Auch die Kinder werden in die Pflicht genommen. Sie müssen schon früh mithelfen und lernen, im Alltag ihre Frau, ihrem Mann zu stehen. Wie kleine Erwachsene. Mit welchen Pflichten wachsen die Kinder des Ostens auf? Also die klassischen Pflichten, eine davon war natürlich Zimmer aufräumen, was selten geklappt hat. Kochen, abwaschen, Müll rausbringen, das ging dann schon so Hand in Hand. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann bin ich eben in irgendeiner Form bestraft worden. Strafen waren immer mal Stubenarrest, das hat mir nicht so gefallen. Nee, also meine Eltern, keiner von beiden streng. Also ich glaube, es gibt Leute, die würden sagen, dass wir anti-autoritär erzogen wurden. Wenn wir aus der Schule kamen, mussten wir unten im Kellergeschoss antreten. Ein Erzieher stand da und wir mussten mit Pioniergruß melden, in Kurzform, wie der Schultag verlaufen war. Dietrich Höhne wird 1943 in der Nähe von Wittenberg geboren. Seine Mutter muss in den schweren Nachkriegsjahren allein für ihre beiden Söhne sorgen. Die junge Frau träumt von einer beruflichen Zukunft, die ihr Leben erfüllt. Meine Mutter war ja Hausfrau und Mutter, wie man das so schön sagt. Und als wir nach Leipzig gingen, hat sie sich beworben zur Ausbildung für Berufsschullehrer. Und weil sie diese Ausbildung erfuhr, hat sie meinen Bruder und mich weggegeben. Wenn man wie Dietrichs Mutter fest an den Sozialismus glaubt, gibt es viele gesellschaftliche Verpflichtungen. Für Kinder bleibt da wenig Zeit. Deshalb sieht sich der Staat von Beginn an in der Pflicht, für die Betreuung der Kinder mitzusorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Mutter den Wunsch gehegt hat, wenn die Jungs woanders sind, in einem Heim, erfahren sie eine Erziehung im Sinne der DDR, im Sinne des Sozialismus. Dietrich hat gerade sein erstes Schuljahr hinter sich, als er von der Mutter in einen Zug gesetzt wird. Ziel ist ein Kinderheim in einem thüringischen Dorf bei Kana. Die Mutter glaubt den Sohn dort gut versorgt, will sich auf ihr Studium konzentrieren. Dietrich hat Verständnis für die Mutter. Doch das Einleben im Heim fällt ihm schwer. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich ins Heim ginge. Aber ich war mir selber bewusst, dass ich frech bin. Weil ich war eben immer in dem Sinne auffällig, dass ich die große Fresse hatte. Und eigentlich von niemandem, in dem Sinne, wie er damals eingefordert wurde, Respekt hatte. Und dokumentiert wurde das Ganze, indem ich in dem damals zu führenden Tagebuch 84 negative Einträge hatte. Meine Mutter wurde von der Heimleitung bestellt, wo man ihr klar machte, dass ich pädagogisch schwer zu handhaben sei und deswegen diese Einrichtung zum Schuljahresende verlassen müsste. Ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter in dem Internatszimmer gesessen habe. Und dort hat sie mir erklärt, was die Heimleitung gesagt hat und war traurig. Und ich war es auch, weil meine Mutter traurig war. Wir haben uns verabschiedet und als ich dann alleine war, habe ich in meinem Spind ein Paket russisch Brot gefunden. Was so eine Köstlichkeit war. Das hatte sie mir, ihrem frechen Sohn, mitgebracht. Und das ist mir schon an die Nieren gegangen, wie lieb doch meine Mutter zu mir war. Seine Aufsässigkeit führt Dietrich nicht zur geliebten Mutter zurück. Sie glaubt nun erst recht, dass ihr Sohn nicht mehr Zuwendung braucht, sondern ein Heim mit mehr Strenge. Meine Mutter war der Meinung, der Kerl, der braucht besondere pädagogische Führung und hat unter diesen Prämissen ein Heim ausgesucht, wo Zucht und Ordnung herrschte. Wir sind mit dem Zug losgefahren nach Naumburg und wurden dort vom Heimleiter empfangen. Und ich würde den mal als einen Heimleiter der alten Schule bezeichnen.
der hat gesagt, Sie können Ihren Sohn nackt herschicken. Der wird bei uns vollständig eingekleidet. Wir bekamen so eine kurze Hose mit Hosenträgern, Socken, ein paar Schuhe, ein kariertes Hemd, einmal Unterwäsche pro Woche. Und jeder hatte dasselbe an. Meine Mutter hat mich dort gelassen. Da bin ich oben in mein Zimmer und in meinem Bett und habe geheult, geheult, geheult wie ein Schlosshund. Also das war ein Heimweh und das war irgendwie ein schmerzhafter Gedanke, hier in absoluter Fremde jetzt zu sein. Ich war also ganz allein auf mich gestellt. Immer neue Kinderheime werden in der Deutschen Demokratischen Republik geschaffen. Sie sind eine wesentliche Erleichterung für unsere werktätigen Mütter. Neben den Heimen schafft die DDR eine Vielzahl weiterer Einrichtungen zur Betreuung von Kindern. Der Anspruch, so umfassend und so früh wie möglich. Es gab eine Idee, dass man einen sozialistischen Menschen erziehen könnte. Und dass das nicht automatisch durch die Eltern passieren muss und kann. Im Gegenteil, dass eben Profis das dann auch sehr gut vermitteln können. Die Entscheidung für die Gesellschaft, sie in Verantwortung zu nehmen, für die Erziehung der jungen Generation, war es auch eine Entscheidung gegen die Eltern. Der Anteil der elterlichen Erziehung wurde immer geringer im Vergleich zum Anteil der gesellschaftlichen Erziehung. Die kollektive Erziehung ist nicht nur der Not geschuldet. Es soll schon früh ein gesellschaftlicher Zugriff auf die Kinder erfolgen. Auch über die Köpfe der Eltern hinweg. Denn was in der Familie geschieht, ist schwer zu kontrollieren. Der Staat versteht sich als der bessere Erzieher. Dass das Kind gruppenfähig ist, das war ja auch ein ganz wichtiges Stichwort. Krippenfähig, gruppenfähig, sauber, diszipliniert, ordentlich. Gehorsam. Das waren schon ganz, ganz wichtige, eigentlich sehr konservative Erziehungsziele. Kinder haben Freude an der Tätigkeit, am Helfen dürfen. Die bewusste Förderung dieser Eigenschaft ist wesentlich für das spätere Leben in der sozialistischen Menschengemeinschaft. Kinder, die sich sehr gewehrt haben, waren nicht beliebt. Das haben mir viele Eltern berichtet. Stolz, mein Kind hat sich ja gar nicht gewehrt. Und wir wissen aber aus der Bindungsforschung, dass das nicht so ein gutes Zeichen ist. Ja? Und Kinder, die sich gewehrt haben und wirklich gezeigt haben, jetzt vermisse ich meine Mutter, die waren natürlich schwierige Kinder. Ein Jahr lang muss der schwierige Junge in diesem Heim durchhalten. Er verlässt es als Klassenbester. Danach darf er nach Hause. Er ist nun groß genug, sich allein durchzuschlagen. Ich kann immer nur mutmaßen, was die Gründe meiner Mutter waren. Die hatte einen Job, der sie gefordert hat von früh bis spät. Und dass das bestimmt auch eine Sache war, dass wir schon für ihre Karriere da ein Opfer mitbringen mussten. Heute lebt Dietrich wieder in der Nähe der Kinderheime in Thüringen. Er wird Rundfunkmechaniker, sein Wunschberuf. Als er selbst eine Familie gründet, zieht er die Konsequenz aus den frühen Erlebnissen und beschließt, beim eigenen Sohn alles anders zu machen. Ich habe selber einen Sohn, der ist jetzt 30 Jahre alt. Der war nur bei uns zu Hause. Und ich muss sagen, das ist eine der weniger guten Möglichkeiten, um aus dem Kind was Brauchbares zu machen, indem man meint, das in eine andere Umgebung einfach zu geben als Kind. Also ich würde sowas nie tun. In den Jahren nach dem Krieg sind die Kinder viel allein. Regeln sind außer Kraft gesetzt. Jungen und Mädchen toben herum, erkunden Unbekanntes und suchen das Risiko. Die Erwachsenen sind mit sich beschäftigt. Kinder müssen von selbst lernen, mit Gefahren und miteinander umzugehen. Sie verbringen viel Zeit in ihrer eigenen Welt, zu der die Eltern keinen Zutritt haben. Wie spielen die Kinder des Ostens, wenn Mutter und Vater nicht dabei sind? Als ich klein war, die Straßen waren frei, es gab im Prinzip keine Autos.
Wir haben auf der Straße gespielt. Zusammen irgendwie so à la Räuber und Gendarme oder einfach durch die Straßen ziehen. War schönes Wetter und draußen im Garten und schaukeln und machen und dies und jenes. Das waren zum Teil dann richtige Kämpfe, die ausgetragen wurden. Also wir mit Wasserschlauch und langen, großen Stöcken. Ich habe immer gerne das gemacht, was ich wollte. Das waren manchmal vielleicht ein paar freche Sachen oder ein paar witzige Sachen oder vielleicht ein paar unerlaubte Sachen. Da brauchte ich keine Mutter, die dabei ist. Gerd Lehmann wird im Sommer 1945 in Leipzig geboren. Seine Mutter ist Sängerin an der Leipziger Oper. Seinen Vater kennt er nicht. Aber dieser ist immer dabei, wenn der kleine Gerd und seine Mutter in der Messestadt unterwegs sind. Meine Mutter hat mich sehr oft fotografiert. Und da gab es immer irgendeine Stelle am Elsterflutbecken, an irgendeinem Stein. Das ist mir schon als Kind aufgefallen, dass ich immer wieder an denselben Stein mich hinsetzen sollte. Und da ist auch ein Foto dabei, wo ich dann geheult hatte, weil ich das einfach zum Kotzen fand. Auf jeden Fall wollte sie immer und hat auch, glaube ich, mal sinngemäß gesagt, dass es so zum Andenken an den Vater. Der Vater lebt in Salzburg. Gerd kennt nur Fotos, auf denen er charmant wie ein Filmstar lächelt. Ja, ich hatte schon eine gewisse Sehnsucht nach meinem Vater, weil ich ja auch Bilder gesehen habe, weil meine Mutter auch ab und zu mal drüber geredet hat. Aber sie hat mir eben auch erklärt, dass das aus politischen Gründen nicht möglich ist, weil wir dürfen da nicht nach Österreich fahren. Österreich war bis 1945 Teil des Großdeutschen Reiches. Nun scheint es für Gerd so fern wie der Mond. Monat für Monat werden die Grenzen zwischen Ost und West unpassierbarer. Doch noch ist die Ausreise möglich, unter bestimmten Bedingungen. Mein Vater musste uns einladen, damit wir hinfahren können. Das musste dann hier beantragt werden. Und wenn er dann eine vernünftige Einladung geschickt hat, wie das so die Verhältnisse verlangt haben, dann hätte das eventuell klappen können. Und irgendwie kam die Einladung und irgendwie hat mir Mutter, und da war ich leider gerade krank, irgendwie versprochen, dass wir da hinfahren können, weil die Einladung da ist. Und während dieser Krankheit kam dann ein paar Tage später wieder eine Absage vom Vater. Das hat mich schon sehr enttäuscht, dass das nicht machbar ist. Aber meine Mutter hat mir immer erzählt, wenn er mich liebt, dann holt er mich. Und er hat sie nie geholt. Und so kam dann irgendwie die richtige Grenze und so haben wir uns nie kennengelernt. Ich habe dann einen Brief an meinen Vater geschrieben, da hat er die Päckchen geschickt. Und da war eben auch eine Lederhose drin, die ich haben wollte. Und er hat aber mich darum gebeten, diesen Kontakt einschlafen zu lassen, weil er eben eine eigene Familie hat und er das der Familie nicht zumuten wollte, dass da eine andere Frau mit dem anderen Sohn sozusagen kommt. Der Fernemann in Salzburg wird für Gerd immer mehr zu einer Traumgestalt, wie der Held aus einem Märchen. Die Lederhose aus dem Paket trägt der Junge jahrelang. Mit ihr fühlt er sich als der Sohn eines ganz besonderen Vaters. In der 6. Klasse, da war ich Wandzeitungsredakteur. Und irgendwie war im Friedensfahrzeit angesagt und da hatte man drüber zu berichten. Und so haben wir das dann auch in der Schule an der Wandzeitung darüber berichtet. Und ich als Sportfan fand das natürlich auch interessant und habe dann irgendwie mal gelesen, dass der Gustav Adolf Schur gewonnen hat. Und mein Vater hieß Rudolf und der andere hieß Gustav Adolf. Lauter so mit dem Fs dahin, das klang so ähnlich. Und irgendwie war dann so mein Gedanke, vielleicht ist das mein Vater. Und dann habe ich mir dann so irgendwie eingeredet, dass es mein Vater ist. Hab's, glaube ich, auch in zwei Schülern gesagt. Ich wollte angeben mit meinem Wunschtraum, den ich da hatte. Und der hat dann irgendwie gesagt, der heißt doch Schur und nicht Lehmann oder irgend sowas. Und auf jeden Fall habe ich das dann wieder zurückgenommen. Ich glaube, das war mehr so ein Wunschgedanke in mir, den ich mal vorsichtig habe laut werden lassen, aber gemerkt habe, dass es nicht funktioniert. Täfe, Idol von Generationen, Arbeiterjunge aus der Werbung. Gustav Adolf Schur, genannt Täfe, ist der wohl populärste Sportler der DDR. Ein Held, ein Gewinner. Aber auch jemand, der Verantwortung übernimmt und an die Gemeinschaft denkt. Seine Siege befriedigen eine ganz besondere Sehnsucht. Also die Nachkriegszeit war ja sehr stark beeinflusst und geprägt, dass viele Väter fehlten, millionenfach, ne, waren im Krieg geblieben, in der Gefangenschaft und so. Das heißt, viele, viele Deutsche hatten dieses Schicksal, dann ohne Vater aufwachsen zu müssen. Natürlich hat's die Gesellschaft mit Vorbildern, auch Erziehungsfunktion und zum Teil auch Vater- und Mutterfunktion übernommen, was ja nicht schlecht ist, wenn es die richtigen Vorbilder sind. Die richtigen Vorbilder, das sind nicht nur Sportler. Die guten Soldaten schützen den Frieden.
und die lieben Polizisten passen auf die Kinder auf. Vater Staat übernimmt die Rolle des Erziehers und weiß sowieso, was am besten für seine Bürger ist. Im Osten hatten wir ja sehr rasch eine sehr stark politisierte, ideologisierte Gesellschaft. Wir sind jetzt für Frieden und Sozialismus, bessere Menschen, bessere Werte. Also auch da wird plötzlich über die Ideologie etwas hergeholt, was von den Inhalten her auch von Vätern kommen müsste, nämlich die Orientierung, welche Werte im Leben sollten praktisch die Entwicklung bestimmen. Gerd Lehmann wird mit 14 Jahren selbst Radrennfahrer. Eine Friedensfahrt wie sein Idol Täfe aber gewinnt er nicht. Später arbeitet er als Fotomodell und wird schließlich einer der bekanntesten Modefotografen der DDR. Der Gedanke an seinen Vater lässt ihn dabei nie los. 1987 kehrt er von einer Dienstreise nach West-Berlin nicht zurück. Als West-Berliner durfte man ja dann nach Salzburg fahren und da habe ich dann meine Urkunden alles mitgehabt, so von meiner Geburtsurkunde und Vater und so. Und die haben dann in ihren Büchern nachgeguckt und haben mir eben gesagt, dass der vor 6 Jahren verstorben ist. Das war schon ein bisschen schade, weil ich habe ja gehofft, dass ich den noch lebend irgendwie antreffe. Also das war schon so ein kleiner Knick in der Seele. Aber war ja nicht zu ändern. Kinder sind gern stolz auf ihre Eltern, wünschen sich in ihnen ein Vorbild für das eigene Leben. Ein Gedanke, der in der DDR unterstützt wird. Dabei wird den Kindern schon früh klar gemacht, welche Tätigkeit der Gesellschaft dient und welche als eher entbehrlich gilt. Arbeiterkind, Bauernkind, Intelligenz. Die Berufe der Eltern werden in Kategorien eingeteilt. Selbst spätere Studienchancen werden davon bestimmt, was Mutti und Vati arbeiten. Meine Mutter ist Opernsängerin gewesen. Meine Mama, die war Hortnerin. Dozentin an der Fachschule für Wirtschaftsleiter hieß das hier in Leipzig. Papa, der steht auf der Bühne und macht Späße, macht Spaß. Was für mich der Beruf meines Vaters war, es klingeln immer Leute. Es kommen immer wieder Leute vorbei, die sitzen abends in der Küche und rauchen und sprechen. Und er ist den ganzen Tag unterwegs. Katharina wird 1978 als Tochter des evangelischen Pfarrers Lothar König geboren. Zusammen mit 3 Brüdern wächst sie im großen Pfarrhaus auf, in dem ihr Vater oft geheimnisvolle Besucher empfängt. Ich wusste gar nicht, dass das Opposition ist, was er da macht und was die ganzen Leute da ständig bei uns machen. Das Arbeitszimmer von meinem Vater, manchmal auch das Wohnzimmer, waren zugequalmt. Überall stand Kaffee und zum Teil natürlich auch Rotwein oder ähnliches mehr. Und die saßen immer und sprachen. Riesen Papierstapel, die auf dem Boden lagen oder auf den Tischen lagen. Ich bin da öfter mit dazu und habe mich dann auch öfter auf seinen Schoß gesetzt oder neben ihn gesetzt. Und ich fand es nicht so schlimm, da mit dran zu sitzen, nicht zu verstehen, worum es geht, solange ich da in der Nähe von meinem Vater sein konnte. Und mich hat es, glaube ich, zum Teil schon stolz gemacht, so als Kleine da mit dabei sein zu dürfen und irgendwelchen großen Wörtern zuzuhören. Katharinas Heimatstadt Merseburg liegt da, wo die DDR am grausten ist. Eingezwängt zwischen den beiden riesigen Chemiekombinaten Leuna und Buna. Pfarrer König und seine bunte Familie passen nicht ins Bild einer sozialistischen Arbeitermetropole. Normalität war, an der Hand meines Vaters durch die Stadt zu gehen und die Blicke von anderen Menschen, die uns entgegengekommen sind, wahrzunehmen. Und die haben ihn immer angestarrt, weil er natürlich langer Bart, lange Haare und das in der DDR. Und ich weiß nicht, doch, es war schon, ich habe die gehasst für das, wie sie ihn anschauen. So viel Wut und so viel, wie siehst du aus und wie läufst du rum und was machst du? Und ich wollte, dass sie damit aufhören. Und ich habe sehr früh gelernt, sie zurück anzuschauen, sie anzustarren, wie so ein Indianerblick. Wer zuerst ausweicht, hat verloren. Meistens haben sie dann den Blick niedergeschlagen und haben aufgehört, ihn anzustarren. Gegen die immer häufigere Abwesenheit des Vaters aber kann die tapfere Indianerin kein Mittel finden. Das Störende war, dass mein Vater halt so wenig Zeit hatte.
ein, zweimal habe ich ihm das auch gesagt, dass ich das nicht gut finde, dass er so selten da ist und dass er das immer macht. Und man kann das doch auch morgen machen oder kann das doch auch nächste Woche machen. Er könnte ja jetzt auch mal mit uns ins Kino gehen und eben nicht schon wieder so ein Treffen haben. Im Herbst 1989 zeigt sich schließlich, wofür der Vater seine Zeit geopfert hat. Die heimliche Opposition einiger weniger mündet in die offene Rebellion der Mehrheit. Selbst in Merseburg. Als dann die Montagsdemonstration durch Merseburg losging und wir Kinder waren da dabei, in der Kirche schon, und draußen haben wir dann Kerzen mit in die Hand bekommen, und mir kam das wahnsinnig voll vor, als ob da 1000, 10.000 Menschen sind. Und ich habe selber gar nicht mehr sehen können, wer da wo ist. Und dann kam die Stimme meines Vaters plötzlich über Mikrofon, Megafon. Und das war schon so. Alle hörten ihm zu. Ich hätte am liebsten allen gesagt, ich bin die Tochter. Das ist mein Vater. Die einen stellen Fragen, und das ist unbequem. Die anderen haben keine, und das ist angenehm. Anders sein als die anderen. Das heißt in der DDR vor allem, sich den Regeln und Verhaltensweisen der angepassten Mehrheit zu entziehen. Die wenigsten dieser Außenseiter planen einen gesellschaftlichen Umsturz. Meist wollen sie nur etwas mehr Abwechslung, Wildheit und Farbe in den normierten Alltag bringen. Ein oft gefährliches Unterfangen. Wer sich da nicht einfügte, der wurde ausgegrenzt, wurde bedroht. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Heißt, wer ein bisschen anders ist, du passt nicht zu uns. In der Regel haben die Eltern schon dafür Sorge getragen, dass die Kinder nicht anders wurzeln, nicht anders dachten und sich nicht anders benahmen. Und sie wissen ja auch, wie das funktioniert hat, wie schnell die Eltern zum Schulleiter bestellt wurde, zur Aussprache und Rechenschaft legen mussten, oder wie dann Briefe von der Schule an die Arbeitsstelle der Eltern erfolgt. Das war ja im Prinzip ein in sich fast geschlossenes System des Eingreifens in Verhaltensstrukturen von mehreren Generationen. Nicht viele Eltern sind bereit, offen für ihr Anderssein einzutreten. Auch weil sie ihre Kinder schützen wollen. Denn Abweichler oder gar Oppositionelle und deren Familien leben in der DDR in einem Gefühl permanenter Unsicherheit. Die Reaktionen der Staatsorgane sind unvorhersehbar. Uns wurde das Anderssein-Denken ja ausgetrieben. Wir hatten es ja schon gar nicht mehr. Und die Mehrheit wollte auch nicht anders sein. Anderssein war ja unbequem. Anderssein war ja nicht schön. Anderssein war kompliziert. Es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Es gibt Kinder, die sind mit jungen Jahren schon so stark, dass sie das aushalten, eine Sonderrolle zu spielen und anders zu sein. Aber ich denke, das ist eher die Minderheit. Katharinas Vater engagiert sich nach der Wende als Stadtjugendpfarrer in Jena gegen Neonazis und staatliche Willkür. Wird damit wieder zu einer umstrittenen Person. Katharina ist als Mitarbeiterin in der jungen Gemeinde und heute als Abgeordnete der Linkspartei im Thüringer Landtag die größte Unterstützerin ihres Vaters geblieben. Ich glaube, es sind zwei Sachen, warum ich bei meinem Vater geblieben bin. Es ist zum einen, weil ich ihn immer noch für das bewundere, was er macht. Und zum zweiten, weil es immer noch genügend Momente gibt, wo ich ihn schützen will. Wie Mutter und Vater zusammenleben, miteinander umgehen, das prägt das Bild eines jeden Kindes von der idealen Familie. In der DDR gelten mehr als zwei Kinder als ebenso vorbildlich wie ein Vater, der im Haushalt hilft, oder eine Mutter, die nach Feierabend noch ein Fernstudium bewältigt. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Vom harten Arbeitstag erschöpfte Eltern und wenig gemeinsame Zeit für die ganze Familie. Sind die Eltern im Osten ein Vorbild? Also Vorbildfunktion hatten sie schon, beide. Also sowohl meine Mutter als auch mein Vater. Als Kind war es auf jeden Fall die große Mama, die alles kann und die
immer lecker kocht und immer schön singen kann. Ich konnte nicht singen, also das kam für mich nicht in Frage. Demzufolge war Mutter als Opernsängerin auch in keiner Form Vorbild. Später ist mir immer mal der Gedanke gekommen, dass was wäre aus mir geworden, wenn mein Vater da gewesen wäre? Ein Vorbild? Meine Eltern waren meine Eltern, die waren da und das war gut so. Martina Preil wird 1955 in Magdeburg geboren. Von Anfang an gilt ihre große Liebe dem Vater. Die Mutter kümmert sich, aber gewinnt nicht das Herz der kleinen Martina. Ich war nicht gern mit meiner Mutti allein. Das war langweilig. Die hatte auch immer so viel mit sich zu tun. Wenn Papa da war, dann war was los. Dann war Action. Dann war nicht der triste Alltag. Er schnappte sich seine Kamera und dann ging es ab zum Beispiel in Zoo in Magdeburg und dann wurde gefilmt. Und Püppi, stell dich mal dahin und mit 3 Jahren, ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Ich war perfekt in meiner Rolle. Zunächst weiß das Mädchen nicht, was der Vater tut, wenn er weg von daheim ist. Sie merkt es erst, als die ganze Familie ihre Sachen packt und in die Hauptstadt umzieht. Dort ist nicht nur die Wohnung neu. Bis wir nach Berlin gezogen sind, hatten wir kein Fernsehen. Und da wurde aber einer angeschafft und sogar einer mit Fernbedienung. Und da habe ich Papa das erste Mal im Fernsehen gesehen mit dem Schachspiel, mit dem Sketch. Sie sind am Zug. Ich bin an. Was bin ich? Sie sollen einen Zug machen. Ach, ich soll einen Zug machen? Ja. Na, das war für mich ein Aha-Erlebnis. Das fand ich toll. Der Komiker Hans-Joachim Preil ist plötzlich kein normaler Vater mehr. Die kleine Martina beginnt zu verstehen, dass sie ihn teilen muss mit Tausenden von Menschen, die ihn sehen und lieben wollen. Wenn es hieß, mein Vater geht wieder auf Tour oder tingeln, sagte man ja damals auch. Ja, da habe ich Entzugserscheinungen, Papa-Entzugserscheinungen gehabt. Das war schlimm für mich. Wenn Papa weg war, das war schlimm für mich. Martina wächst in Berlin heran. Wenn sie aus der Schule kommt, ist ihr Vater immer seltener zu Hause. Das Mädchen vermisst ihn sehr und beginnt zu ahnen, dass etwas nicht stimmt in ihrer Familie. Es ist für mich heute noch eine ganz furchtbare Situation, weil meine Mutter zu mir sagte, Püppi, wenn du nicht lieb bist, dann geht Papa weg, so in der Art. Ich habe das gar nicht verstanden, wieso ich? Ich bin doch immer lieb und ich liebe doch meinen Papa. Und ja, ich glaube, ich habe ihn sogar gefragt, Papa, was ist denn jetzt und überhaupt? Und er hat es dann schon sehr konkret gesagt, dass sie sich nicht mehr verstehen und dass es da eine andere Frau gibt. Eine neue Frau hat er gesagt. Ja, neue Frau hat er gesagt. Ich habe eine Geliebte. Oh, was jetzt? Ja, Herr Preil, was sagt denn Ihre Frau dazu? Na, meine Frau sagt gar nichts mehr. Weil, mein Gott, wir improvisieren doch. Sie soll doch meine Geliebte nur annehmen. Oh ja, ist sie hübsch? Und dann drohen sie mir. Dann drohen sie mir. Sie drohen, sie sagen, alles meiner Frau und dann ist meine Ehe kaputt. Ist wahr. Hoch mich, Herr Preil, Herr Preil. Ich wusste nur, es gibt keine Eltern mehr, es gibt jetzt nur noch Mama und Papa. So, und mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und für mich war ja sowieso klar, ich bleib ja bei Papa. So, also war für mich die Sache erledigt. Martina ist 13 Jahre alt, als ihre Eltern sich trennen. Sie entscheidet sich für den Vater. Doch eines Tages erscheint nicht nur eine neue Stiefmutter. Als Margitta, die neue Frau, mit dem Sohn dann zu uns zog, endgültig mit Sack und Pack, da merkte ich, ich hatte jetzt einen Bruder. Also nach meinem Empfinden war der unerzogen, bösartig. Und dann gab es eine ganz, ganz ungerechte Situation. Und zwar war das zu Weihnachten. Wir hatten also jeder Weihnachtsgeschenke für unsere Eltern gekauft. Und der klaute mir einfach die Weihnachtsgeschenke, die ich besorgt hatte. Und darüber habe ich mich natürlich bei meinem Vater beschwert. Aber es war wieder so, du bist die Größere, sei auch die Klügere und gib nach.
Und da merkte ich auch, dass ich kein offenes Ohr mehr bei meinem Vater fand. Ich habe mich ins Bett geknallt und habe furchtbar geheult. Geheult, geheult, geheult. Und da kam mein Vater dann mal wieder an und was denn los sei. Und da habe ich gesagt, ich will zu meiner Mutter. Warum? Ich habe es so bruchstückchenweise versucht, ihm zu erklären, dass ich mich nicht mehr wohlfühle und dass ich mich mit dem Sohn nicht verstehe, und habe ihn aber außen vor gelassen. Dass der größte Kummer für mich war ja sein verändertes Verhalten mir gegenüber. Ich hatte meinen Papa irgendwo verloren. Das war schlimm. Im Namen des Volkes. Eine Ehe wird ad acta gelegt. In der DDR wird jede sechste Ehe geschieden. Von 10 Ehescheidungen werden 7 von Frauen beantragt. Die Scheidungen wurden auch leicht gemacht. Man wurde relativ schnell geschieden. Also auf der einen Seite war es eine große Demonstration der Freiheit, der Souveränität der Frauen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein gewisser Makel, den man hatte. Und eine geschiedene Frau hat es zunächst mal viel, viel schwerer als eine verheiratete Frau. Die Frauen im Osten sind meist wirtschaftlich unabhängig. Das macht es ihnen leichter, Männer zu verlassen, die ihnen nicht mehr gefallen. Scheidungen gehen schnell über die Bühne und kosten keinen der beiden Partner viel Geld. Wenn man sich relativ leicht, also das heißt ja immer ohne allzu großen materiellen Verlust und moralische Sanktionen scheiden lassen kann, ist das natürlich von hohem Wert, dass die Ehe nicht zum Gefängnis wird. Die Ehescheidung, schrieb Karl Marx, ist nichts als die Erklärung, diese Ehe ist eine gestorbene Ehe, deren Existenz nur Schein und Trug ist. Er hat aber hinzugefügt, dass beinahe jede Ehescheidung eine Familienscheidung ist. Ab Mitte der 70er Jahre wächst jedes dritte Kind in der DDR als Scheidungskind auf. Fast immer bei der Mutter. Und wieder werden viele Kinder ohne Vater groß. Aber auch ohne das Vorbild von Beziehungen, die nur noch durch äußeren Zwang zusammengehalten werden. Scheidungen sind für Kinder fast immer furchtbar. Aber manchmal lernen die Kinder durch einen Scheidungsprozess auch, dass man dass es besser ist, sich zu trennen, als in ewigem Streit und ohne Liebe zu leben. Martina verlässt ihren Vater mit 14, um wieder bei der Mutter zu leben. Sie wird Tontechnikerin, arbeitet später in einem Büro. Doch sie liebt die Bühne. Erst mit Ende 30 entschließt sie sich, Komikerin zu werden, wie ihr Vater. Ich mache heute in meinem Bühnenprogramm auch die Sketche von meinem Vater. Was Schöneres hätte er mir noch gar nicht hinterlassen können. Und ich glaube, letztendlich, das hat er auch gewollt. Kinder wachsen heran. Die Liebe, die sie von ihren Eltern bekommen haben, die Erlebnisse und die Erfahrungen, geben sie an ihre eigenen Kinder weiter, unabhängig von gesellschaftlichen Systemen. Die Kinder des Ostens sind heute selbst Eltern. In einer Welt, die sich zunehmend entfernt von jenem kleinen Land DDR aus einem anderen Jahrhundert. Wie werden ihre Kinder wohl später in dieser Welt als Erwachsene leben, lieben, sein? Das weiß ich doch nicht. Du bist doch ein Erwachsener und ich bin Kind. Also ich fände es schön, in einem Familienhaus zu wohnen. So viele Familienmitglieder will ich nun auch wieder nicht haben. Weil dann wollen die immer miteinander reden und dann wollen die nicht mehr mit mir was machen. Also da muss ich mir noch überlegen, ob ich mir überhaupt einen Mann suche oder ob ich alleine bleibe. Ich heirate Emilia. Wenn mal einer an die Tür klopft und fragt, willst du mich als Mann haben oder so, da weiß man nicht genau, ob man Ja oder Nein sagen soll.
ihn immer noch für das bewundere, was er macht. Und zum Zweiten, weil es immer noch genügend Momente gibt, wo ich ihn schützen will. Wie Mutter und Vater zusammenleben, miteinander umgehen, das prägt das Bild eines jeden Kindes von der idealen Familie. In der DDR gelten mehr als zwei Kinder als ebenso vorbildlich wie ein Vater, der im Haushalt hilft, oder eine Mutter, die nach Feierabend noch ein Fernstudium bewältigt. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Vom harten Arbeitstag erschöpfte Eltern und wenig gemeinsame Zeit für die ganze Familie. Sind die Eltern im Osten ein Vorbild? Also Vorbildfunktion hatten sie schon, beide. Also sowohl meine Mutter als auch mein Vater. Als Kind war es auf jeden Fall die große Mama, die alles kann und die immer lecker kocht und immer schön singen kann. Ich konnte nicht singen, also das kam für mich nicht in Frage. Demzufolge war als Mutter als Opernsängerin auch in keiner Form Vorbild. Später ist mir immer mal der Gedanke gekommen, dass was wäre aus mir geworden, wenn mein Vater da gewesen wäre? Ein Vorbild? Meine Eltern waren meine Eltern, die waren da und das war gut so. Martina Preil wird 1955 in Magdeburg geboren. Von Anfang an gilt ihre große Liebe dem Vater. Die Mutter kümmert sich, aber gewinnt nicht das Herz der kleinen Martina. Ich war nicht gern mit meiner Mutti allein. Das war langweilig. Die hatte auch immer so viel mit sich zu tun. Wenn Papa da war, dann war was los. Dann war Action. Dann war nicht der triste Alltag. Er schnappte sich seine Kamera und dann ging es ab zum Beispiel in Zoo in Magdeburg und dann wurde gefilmt. Und Püppi, stell dich mal dahin und mit 3 Jahren, ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Ich war perfekt in meiner Rolle. Zunächst weiß das Mädchen nicht, was der Vater tut, wenn er weg von daheim ist. Sie merkt es erst, als die ganze Familie ihre Sachen packt und in die Hauptstadt umzieht. Dort ist nicht nur die Wohnung neu. Bis wir nach Berlin gezogen sind, hatten wir kein Fernsehen. Und da wurde aber einer angeschafft und sogar einer mit Fernbedienung. Und da habe ich Papa das erste Mal im Fernsehen gesehen mit dem Schachspiel, mit dem Sketch. Sie sind am Zug. Ich bin an. Was bin ich? Sie sollen einen Zug machen. Ach, ich soll einen Zug machen? Ja. Na, das war für mich ein Aha-Erlebnis. Das fand ich toll. Der Komiker Hans-Joachim Preil ist plötzlich kein normaler Vater mehr. Die kleine Martina beginnt zu verstehen, dass sie ihn teilen muss mit Tausenden von Menschen, die ihn sehen und lieben wollen. Ich habe davon geträumt, wie ich mit diesem Pferd und meiner besten Freundin und unseren Barbies immer spiele, dass wir eben ausreiten. Also die Barbies aufs Pferd draufsetzen. Und das hat mir wahrscheinlich geholfen, so meine Träume in Bezug auf der Wiese langreiten und Freiheit und Tiere und das eben auszuleben. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, das schöne Barbie-Pferd und das wünsche ich mir. Und habe meine Mutter besprochen, dass sie mir das doch denn irgendwie kauft. Und sie hat gesagt, nein, ich kaufe dir sowas nicht, weil ich das verachte. Wenn du das Barbie-Pferd haben möchtest, musst du dir das selber kaufen. Dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich so lange sparen, bis ich das Barbie-Pferd habe. Katharinas Plastiktraum ist für die kleine Familie zu teuer. Doch das Mädchen entwickelt einen Plan, um ihr Ziel auch ohne das Geld der Mutter zu erreichen. Ich habe kein Taschengeld bekommen, von dem ich mir hätte das Barbie-Pferd kaufen können. Und musste das anders finanzieren. Ja, ich weiß, wenn ich mit meiner Mama im Alltag irgendwo unterwegs war, da hat sie dann manchmal gesagt, hier hast du mal 5 Pfennig. Oder ja, behalte das Wechselgeld vom Bäcker. Oder geh Flaschen wegbringen und behalte das Flaschenpfandgeld. Ich hatte eine Pappkiste. Die wurde dann zugeklebt mit Klebeband. Dann hat man da oben mit der Schere so einen kleinen Schlitz reingeschnitten. Und dann habe ich da immer mal einen Pfennig reingetan. Aber das schöne Barbie-Pferd hat 42 Mark gekostet. Aber der Traum vom Barbie-Pferd war so stark, dass ich das durchgehalten habe, so lange zu sparen. Über ein Jahr oder anderthalb Jahre. Lange, lange, lange Zeit. Katharina ist 9 Jahre alt. Als der große Tag endlich kommt.
Ich habe mit meinen kleinen Kinderfingern die Sparbüchse immer aufgepult an der Ecke und das rausgenommen und gezählt, um dann zu wissen, okay, bald hast du es zusammen. Dann kam der Tag, da hatte ich alles Geld zusammen und bin mit meiner Mama zum Kaufhaus gefahren. Habe mich dort vor den Tresen gestellt, der war ungefähr hier in der Höhe. Und habe meine Kiste mit dem Geld ausgeschüttet. Die Verkäuferin, die hat sich auch gefreut und war auch ganz gerührt. Und es waren halt alles kleine Münzen, wirklich so ein Berg auf dem Tresen. Und dann hat die ganz lange gebraucht, ehe sie es durchgezählt hatte, bis sie irgendwann gesagt hat, es sind 41 Mark 10. Und da hat meine Mutti dann noch den Rest draufgelegt. Und dann konnte ich mein Barbie-Pferd mit nach Hause nehmen. Ja, da war ich sehr glücklich. 8 Stunden arbeiten. In der Fabrik oder im Büro. Und danach die Kinder versorgen. In diesem täglichen Rhythmus leben ähnliches mehr. Und die saßen immer und sprachen. Riesen Papierstapel, die auf dem Boden lagen oder auf den Tischen lagen. Ich bin da öfter mit dazu und habe mich dann auch öfter auf seinen Schoß gesetzt oder neben ihn gesetzt. Und ich fand es nicht so schlimm, da mit dran zu sitzen, nicht zu verstehen, worum es geht, solange ich da in der Nähe von meinem Vater sein konnte. Und mich hat es, glaube ich, zum Teil schon stolz gemacht, so als Kleine da mit dabei sein zu dürfen und irgendwelchen großen Wörtern zuzuhören. Katharinas Heimatstadt Merseburg liegt da, wo die DDR am grausten ist. Eingezwängt zwischen den beiden riesigen Chemiekombinaten Leuna und Buna. Pfarrer König und seine bunte Familie passen nicht ins Bild einer sozialistischen Arbeitermetropole. Normalität war, an der Hand meines Vaters durch die Stadt zu gehen. Und die Blicke von anderen Menschen, die uns entgegengekommen sind, wahrzunehmen. Und die haben ihn immer angestarrt, weil er natürlich langer Bart, lange Haare und das in der DDR. Und ich weiß nicht, doch, es war schon, ich habe die gehasst für das, wie sie ihn anschauen. So viel Wut und so viel, wie siehst du aus und wie läufst du rum und was machst du? Und ich wollte, dass sie damit aufhören. Und ich habe sehr früh gelernt, sie zurück anzuschauen, sie anzustarren, wie so ein Indianerblick. Wer zuerst ausweicht, hat verloren. Meistens haben sie dann den Blick niedergeschlagen und haben aufgehört, ihn anzustarren. Gegen die immer häufigere Abwesenheit des Vaters aber kann die tapfere Indianerin kein Mittel finden. Das Störende war, dass mein Vater halt so wenig Zeit hatte. 1-2 Mal habe ich ihm das auch gesagt, dass ich das nicht gut finde, dass er so selten da ist und dass er das immer macht. Und man kann das doch auch morgen machen oder kann das doch auch nächste Woche machen. Er könnte ja jetzt auch mal mit uns ins Kino gehen und eben nicht schon wieder so ein Treffen haben. Im Herbst 1989 zeigt sich schließlich, wofür der Vater seine Zeit geopfert hat. Die heimliche Opposition einiger weniger mündet in die offene Rebellion der Mehrheit. Selbst in Merseburg. Als dann die Montagsdemonstration durch Merseburg losging und wir Kinder waren da dabei, in der Kirche schon, und draußen haben wir dann Kerzen mit in die Hand bekommen und mir kam das wahnsinnig voll vor, als ob da 1000, 10.000 Menschen sind. Und ich habe selber gar nicht mehr sehen können, wer da wo ist. Und dann kam die Stimme meines Vaters plötzlich über Mikrofon, Megafon. Und das war schon so. Alle hörten ihm zu. Nicht viele Eltern sind bereit, offen für ihr Anderssein einzutreten. Auch weil sie ihre Kinder schützen wollen. Denn Abweichler oder gar Oppositionelle und deren Familien leben in der DDR in einem Gefühl permanenter Unsicherheit. Die Reaktionen der Staatsorgane sind unvorhersehbar. Uns wurde das Andersseindenken ja ausgetrieben. Wir hatten es ja schon gar nicht mehr. Und die Mehrheit wollte auch nicht anders sein. Anderssein war ja unbequem. Anderssein war ja nicht schön. Anderssein war kompliziert. Es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Es gibt Kinder, die sind mit jungen Jahren schon so stark, dass sie das aushalten, eine Sonderrolle zu spielen und anders zu sein. Aber ich denke, das ist eher die Minderheit. Katharinas Vater engagiert sich nach der Wende als Stadtjugendpfarrer in Jena gegen Neonazis und staatliche Willkür. Wird damit wieder zu einer umstrittenen Person.
Katharina ist als Mitarbeiterin in der jungen Gemeinde und heute als Abgeordnete der Linkspartei im Thüringer Landtag die größte Unterstützerin ihres Vaters geblieben. Ich glaube, es sind zwei Sachen, warum ich bei meinem Vater geblieben bin. Es ist zum einen, weil ich ihn immer noch für das bewundere, was er macht. Und zum zweiten, weil es immer noch genügend Momente gibt, wo ich ihn schützen will. Wie Mutter und Vater zusammenleben, miteinander umgehen, das prägt das Bild eines jeden Kindes von der idealen Familie. In der DDR gelten mehr als zwei Kinder als ebenso vorbildlich wie ein Vater, der im Haushalt hilft, oder eine Mutter, die nach Feierabend noch ein Fernstudium bewältigt. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Vom harten Arbeitstag erschöpfte Eltern und wenig gemeinsame Zeit für die ganze Familie. Sind die Eltern im Osten ein Vorbild? Also Vorbildfunktion hatten sie schon, beide. Also sowohl meine Mutter als auch mein Vater. Als Kind war es auf jeden Fall die große Mama, die alles kann und die immer lecker kocht und immer schön singen kann. Ich konnte nicht singen, also das kam für mich nicht in Frage. Demzufolge war Mutter als Opernsängerin auch in keiner Form Vorbild. Später ist mir immer mal der Gedanke gekommen, dass was wäre aus mir geworden, wenn mein Vater da gewesen wäre? Ein Vorbild? Meine Eltern waren meine Eltern, die waren da und das war gut so. Martina Preil wird 1955 in Magdeburg geboren. Von Anfang an gilt ihre große Liebe dem Vater. Die Mutter kümmert sich, aber gewinnt nicht das Herz der kleinen Martina. Ich war nicht gern mit meiner Mutti allein. Das war langweilig. Die hatte auch immer so viel mit sich zu tun. Wenn Papa da war, dann war was los. Dann war Action. Dann war nicht der triste Alltag. Ich war das erste Mal im Fernsehen gesehen. Mit dem Schachspiel. Mit dem Sketch. Sie sind am Zug. Ich bin an. Was bin ich? Sie sollen einen Zug machen. Ach, ich soll einen Zug machen? Ja! Na, das war für mich ein Aha-Erlebnis. Das fand ich toll. Der Komiker Hans-Joachim Preil ist plötzlich kein normaler Vater mehr. Die kleine Martina beginnt zu verstehen, dass sie ihn teilen muss mit Tausenden von Menschen, die ihn sehen und lieben wollen. Wenn es hieß, mein Vater geht wieder auf Tour oder tingeln, sagte man ja damals auch. Ja, da habe ich Entzugserscheinungen, Papa-Entzugserscheinungen gehabt. Das war schlimm für mich. Wenn Papa weg war, das war schlimm für mich. Martina wächst in Berlin heran. Wenn sie aus der Schule kommt, ist ihr Vater immer seltener zu Hause. Das Mädchen vermisst ihn sehr und beginnt zu ahnen, dass etwas nicht stimmt in ihrer Familie. Es ist für mich heute noch eine ganz furchtbare Situation, weil meine Mutter zu mir sagte, Püppi, wenn du nicht lieb bist, dann geht Papa weg, so in der Art. Ich habe das gar nicht verstanden, wieso ich... Ich bin doch immer lieb und ich liebe doch meinen Papa. Und ja, ich glaube, ich habe ihn sogar gefragt, Papa, was ist denn jetzt und überhaupt? Und er hat es dann schon sehr konkret gesagt, dass sie sich nicht mehr verstehen und dass es da eine andere Frau gibt. Eine neue Frau hat er gesagt. Ja, neue Frau hat er gesagt. Ich habe eine Geliebte. Oh. Was wird? Ja, Herr Prey, was sagt denn Ihre Frau dazu? Na, meine Frau sagt gar nichts mehr, weil... Mein Gott, wir improvisieren doch. Sie sollen doch meine Geliebte nur annehmen. Oh ja, ist sie hübsch? Und dann drohen sie mir. Dann drohen sie mir. Sie drohen, muss ich sagen, sie sagen alles meiner Frau und dann ist meine Ehe kaputt. Ist wahr. Hoch mich, Herr Preil! Herr Preil! Ich wusste nur, es gibt keine Eltern mehr. Es gibt jetzt nur noch Mama und Papa. So, und mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und für mich war ja sowieso klar, ich bleib ja bei Papa. So, also war für mich die Sache erledigt. Martina ist 13 Jahre alt, als ihre Eltern sich trennen. Sie entscheidet sich für den Vater. Doch eines Tages erscheint nicht nur eine neue Stiefmutter. Als Margitta, die neue Frau, mit dem Sohn dann zu uns zog, endgültig mit Sack und Pack, da merkte ich, ich hatte jetzt einen Bruder. Also nach meinem Empfinden war der unerzogen, bösartig
Und dann gab es eine ganz, ganz... Das hat mir wahrscheinlich geholfen, so meine Träume in Bezug auf der Wiese langreiten und Freiheit und Tiere und das eben auszuleben. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, das schöne Barbie-Pferd und das wünsche ich mir. Und habe meine Mutter besprochen, dass sie mir das doch denn irgendwie kauft. Und sie hat gesagt, nein, ich kaufe dir sowas nicht, weil ich das verachte. Wenn du das Barbie-Pferd haben möchtest, musst du dir das selber kaufen. Dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich so lange sparen, bis ich das Barbie-Pferd habe. Katharinas Plastiktraum ist für die kleine Familie zu teuer. Doch das Mädchen entwickelt einen Plan, um ihr Ziel auch ohne das Geld der Mutter zu erreichen. Ich habe kein Taschengeld bekommen, von dem ich mir hätte das Barbie-Pferd kaufen können. Und musste das anders finanzieren. Ja, ich weiß, wenn ich mit meiner Mama im Alltag irgendwo unterwegs war, da hat sie dann manchmal gesagt, hier hast du mal 5 Pfennig. Oder ja, behalte das Wechselgeld vom Bäcker. Oder geh Flaschen wegbringen und behalte das Flaschenpfandgeld. Ich hatte eine Pappkiste. Die wurde dann zugeklebt mit Klebeband. Dann hat man da oben mit der Schere so einen kleinen Schlitz reingeschnitten. Und dann habe ich da immer mal einen Pfennig reingetan. Aber das schöne Barbie-Pferd hat 42 Mark gekostet. Aber der Traum vom Barbie-Pferd war so stark, dass ich das durchgehalten habe, so lange zu sparen. Über ein Jahr oder anderthalb Jahre. Lange, lange, lange Zeit. Katharina ist 9 Jahre alt. Als der große Tag endlich kommt. Ich habe mit meinen kleinen Kinderfingern die Sparbüchse immer aufgepult an der Ecke und das rausgenommen und gezählt, um dann zu wissen, okay, bald hast du es zusammen. Dann kam der Tag, da hatte ich alles Geld zusammen und bin mit meiner Mama zum Kaufhaus gefahren. Habe mich dort vor den Tresen gestellt, der war ungefähr hier in der Höhe. Und habe meine Kiste mit dem Geld ausgeschüttet. Die Verkäuferin, die hat sich auch gefreut und war auch ganz gerührt. Und es waren halt alles kleine Münzen, wirklich so ein Berg auf dem Tresen. Und dann hat die ganz lange gebraucht, ehe sie es durchgezählt hatte, bis sie irgendwann gesagt hat, es sind 41 Mark 10. Und da hat meine Mutti dann noch den Rest draufgelegt. Und dann konnte ich mein Barbie-Pferd mit nach Hause nehmen. Ja, da war ich sehr glücklich. 8 Stunden arbeiten. In der Fabrik oder im Büro. Und danach die Kinder versorgen. In diesem täglichen Rhythmus leben viele alleinerziehende Frauen in der DDR. Eine enorme Doppelbelastung. Die Mütter ohne Partner müssen im Haushalt so gut es geht. Es gab ein Kaufhaus in unserem Stadtteil mit einer sehr großen Spielzeugabteilung für Kinder, die total vollgestopft war. Und da habe ich im Schaufenster ein Pferd gesehen, was ich wunderschön fand. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Da habe ich dann wirklich abends im Bett gelegen und habe daran gedacht und habe mich nach diesem Barbie-Pferd gesehnt. Ich habe davon geträumt, wie ich mit diesem Pferd und meiner besten Freundin und unseren Barbies immer spiele, dass wir eben ausreiten. Also die Barbies aufs Pferd draufsetzen. Und das hat mir wahrscheinlich geholfen, so meine Träume in Bezug auf der Wiese langreiten und Freiheit und Tiere und das eben auszuleben. Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, das schöne Barbie-Pferd und das wünsche ich mir. Und habe meine Mutter besprochen, dass sie mir das doch denn irgendwie kauft. Und sie hat gesagt, nein, ich kaufe dir sowas nicht, weil ich das verachte. Wenn du das Barbie-Pferd haben möchtest, musst du dir das selber kaufen. Dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich so lange sparen, bis ich das Barbie-Pferd habe. Katharinas Plastiktraum ist für die kleine Familie zu teuer. Doch das Mädchen entwickelt einen Plan, um ihr Ziel auch ohne das Geld der Mutter zu erreichen. Ich habe kein Taschengeld bekommen, von dem ich mir hätte das Barbie-Pferd kaufen können. Und musste das anders finanzieren. Ja, ich weiß, wenn ich mit meiner Mama im Alltag irgendwo unterwegs war, da hat sie dann manchmal gesagt, hier hast du mal 5 Pfennig. Oder ja, behalte das Wechselgeld vom Bäcker. Oder geh Flaschen wegbringen und behalte das Flaschenpfandgeld. Ich hatte eine Pappkiste. Die wurde dann zugeklebt mit Klebeband. Dann hat man da oben mit der Schere so einen kleinen Schlitz reingeschnitten. Und dann habe ich da immer mal einen Pfennig reingetan.
Aber das schöne Barbie-Pferd hat 42 Mark gekostet. Aber der Traum vom Barbie-Pferd war so stark, dass ich das durchgehalten habe, so lange zu sparen. Über ein Jahr oder anderthalb Jahre. Lange, lange, lange Zeit. Katharina ist 9 Jahre alt, als der große Tag endlich kommt. Ich habe mit meinen kleinen Kinderfingern die Sparbüchse immer aufgepult an der Ecke und das rausgenommen und gezählt, um dann zu wissen, okay, bald hast du es zusammen. Dann kam der Tag, da hatte ich alles Geld zusammen und bin mit meiner Mama zum Kaufhaus gefahren. Habe mich dort vor den Tresen gestellt, der war ungefähr hier in der Höhe. Und habe meine Kiste mit dem Geld ausgeschüttet. Die Verkäuferin, die hat sich auch gefreut und war auch ganz gerührt. Und es waren halt alles kleine Münzen, wirklich so ein Berg auf dem Tresen. Und dann hat die ganz lange gebraucht, ehe sie es durchgezählt hatte, bis sie irgendwann gesagt hat, es sind 41 Mark 10. Und da hat mein Aber ich habe ihn sogar gefragt, Papa, was ist denn jetzt und überhaupt? Und er hat es dann schon sehr konkret gesagt, dass sie sich nicht mehr verstehen und dass es da eine andere Frau gibt. Eine neue Frau hat er gesagt. Ja, neue Frau hat er gesagt. Ich habe eine Geliebte. Oh, was wird? Ja, Herr Brey, was sagt denn Ihre Frau dazu? Na, meine Frau sagt gar nichts mehr. Mein Gott, Sie improvisieren doch. Sie sollen doch meine Geliebte nur annehmen. Oh ja, ist sie hübsch? Und dann drohen Sie mir. Sie drohen, muss ich sagen, Sie sagen alles meiner Frau und dann ist meine Ehe kaputt. Ist wahr. Hoch mich, Herr Brey! Herr Brey! Ich wusste nur, es gibt keine Eltern mehr, es gibt jetzt nur noch Mama und Papa. So, und mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und für mich war ja sowieso klar, ich bleib ja bei Papa. So, also war für mich die Sache erledigt. Martina ist 13 Jahre alt, als ihre Eltern sich trennen. Sie entscheidet sich für den Vater. Doch eines Tages erscheint nicht nur eine neue Stiefmutter. Als Margitta, die neue Frau, mit dem Sohn dann zu uns zog, endgültig mit Sack und Pack, da merkte ich, ich hatte jetzt einen Bruder. Also nach meinem Empfinden war der unerzogen, bösartig. Und dann gab es eine ganz, ganz ungerechte Situation. Und zwar war das zu Weihnachten. Wir hatten also jeder Weihnachtsgeschenke für unsere Eltern gekauft und der klaute mir einfach die Weihnachtsgeschenke, die ich besorgt hatte. Und darüber habe ich mich natürlich bei meinem Vater beschwert. Aber es war wieder so, du bist die Größere, sei auch die Klügere und gib nach. Und da merkte ich auch, dass ich kein offenes Ohr mehr bei meinem Vater fand. Ich habe mich ins Bett geknallt und habe furchtbar geheult. Geheult, geheult, geheult. Und da kam mein Vater dann mal wieder an und was denn los sei. Und da habe ich gesagt, ich will zu meiner Mutter. Warum? Ich habe es so bruchstückchenweise versucht, ihm zu erklären, dass ich mich nicht mehr wohlfühle und dass ich mich mit dem Sohn nicht verstehe. Und habe ihn aber außen vor gelassen. Das, der größte Kummer für mich war ja sein verändertes Verhalten mir gegenüber. Ich hatte meinen Papa irgendwo verloren. Das war schlimm. Im Namen des Volkes. Eine Ehe wird ad acta gelegt. In der DDR wird jede sechste Ehe geschieden. Von 10 Ehescheidungen werden 7 von Frauen beantragt. Die Scheidung wurde noch leicht gemacht. Man wurde relativ schnell geschieden. Also auf der einen Seite war es ein großes, eine große Demonstration der Freiheit der... Vom Bäcker oder geh Flaschen wegbringen und behalte das Flaschenpfandgeld. Ich hatte eine Pappkiste, die wurde dann zugeklebt mit Klebeband. Dann hat man da oben mit der Schere so einen kleinen Schlitz reingeschnitten und dann habe ich da immer mal einen Pfennig reingetan. Aber das schöne Barbie-Pferd hat 42 Mark gekostet. Aber der Traum vom Barbie-Pferd war so stark, dass ich das durchgehalten habe, so lange zu sparen. Über ein Jahr oder anderthalb Jahre. Lange, lange, lange Zeit. Katharina ist 9 Jahre alt, als der große Tag endlich kommt. Ich habe mit meinen kleinen Kinderfingern die Sparbüchse immer aufgepult an der Ecke und das rausgenommen und gezählt, um dann zu wissen, okay, bald hast du es zusammen.
Dann kam der Tag, da hatte ich alles Geld zusammen und bin mit meiner Mama zum Kaufhaus gefahren. Hab mich dort vor den Tresen gestellt, der war ungefähr hier in der Höhe. Und hab meine Kiste mit dem Geld ausgeschüttet. Die Verkäuferin, die hat sich auch gefreut und war auch ganz gerührt. Und es waren halt alles kleine Münzen, wirklich so ein Berg auf dem Tresen. Und dann hat die ganz lange gebraucht, ehe sie es durchgezählt hatte, bis sie irgendwann gesagt hat, es sind 41 Mark 10. Und da hat meine Mutti dann noch den Rest draufgelegt. Und dann konnte ich mein Barbie-Pferd mit nach Hause nehmen. Ja, da war ich sehr glücklich. 8 Stunden arbeiten. In der Fabrik oder im Büro. Und danach die Kinder versorgen. In diesem täglichen Rhythmus leben viele alleinerziehende Frauen in der DDR. Eine enorme Doppelbelastung. Die Mütter ohne Partner müssen im Haushalt so gut es geht improvisieren. Und die gemeinsame Zeit mit den Kindern ist immer zu knapp. Doch als Außenseiterinnen fühlen sich diese Frauen keineswegs. Es gab relativ viele alleinerziehende Mütter und es ging deshalb, weil auch die Lebenshaltungskosten gering waren, also Miete und Grundnahrungsmittel und eben auch alle Kindereinrichtungen ziemlich kostengünstig waren. Aber einfach war es auf keinen Fall. Für die Mutter, die von der Arbeit kommt, ist die Arbeit noch nicht getan. Auf dem Heimweg holt sie die Wäsche ab und besorgt fürs Abendbrot was. Zu Hause warten die Kinder schon und wollen von ihr dies und das. Und nach der Wende ist praktisch auch da, wie in allen anderen Dingen, die ist neu bewertet worden. Dass eine alleinstehende oder alleinerziehende Frau, Mutter... Eine Friedensfahrt wie sein Idol Täfe aber gewinnt er nicht. Später arbeitet er als Fotomodell und wird schließlich einer der bekanntesten Modefotografen der DDR. Der Gedanke an seinen Vater lässt ihn dabei nie los. 1987 kehrt er von einer Dienstreise nach West-Berlin nicht zurück. Als West-Berliner durfte man ja dann nach Salzburg fahren und da habe ich dann meine Urkunden alles mitgehabt, so von meiner Geburtsurkunde und Vater und so. Und die haben dann in ihren Büchern nachgeguckt und haben mir eben gesagt, dass der vor 6 Jahren verstorben ist. Und das war schon ein bisschen schade, weil ich habe ja gehofft, dass ich den noch lebend irgendwie antreffe. Also das war schon ein kleiner Knick in der Seele, aber war ja nicht zu ändern. Kinder sind gern stolz auf ihre Eltern, wünschen sich in ihnen ein Vorbild für das eigene Leben. Ein Gedanke, der in der DDR unterstützt wird. Dabei wird den Kindern schon früh klar gemacht, welche Tätigkeit der Gesellschaft dient und welche als eher entbehrlich gilt. Arbeiterkind, Bauernkind, Intelligenz. Die Berufe der Eltern werden in Kategorien eingeteilt. Selbst spätere Studienchancen werden davon bestimmt, was Mutti und Vati arbeiten. Meine Mutter ist Opernsängerin gewesen. Meine Mama, die war Hortnerin. Dozentin an der Fachschule für Wirtschaftsleiter hieß das hier in Leipzig. Papa, der steht auf der Bühne und macht Späße, macht Spaß. Was für mich der Beruf meines Vaters war, es klingeln immer Leute. Es kommen immer wieder Leute vorbei. Die sitzen abends in der Küche und rauchen und sprechen. Und er ist den ganzen Tag unterwegs. Katharina wird 1978 als Tochter des evangelischen Pfarrers Lothar König geboren. Zusammen mit 3 Brüdern wächst sie im großen Pfarrhaus auf, in dem ihr Vater oft geheimnisvolle Besucher empfängt. Ich wusste gar nicht, dass das Opposition ist, was er da macht und was die ganzen Leute da ständig bei uns machen. Das Arbeitszimmer von meinem Vater, manchmal auch das Wohnzimmer, waren zugequalmt. Überall stand Kaffee und zum Teil natürlich auch Rotwein oder ähnliches mehr. Und die saßen immer und sprachen, riesen Papierstapel, die auf dem Boden lagen oder auf den Tischen lagen. Ich bin da öfter mit dazu und habe mich dann auch öfter auf seinen Schoß gesetzt oder neben ihn gesetzt. Und ich fand es nicht so schlimm, da mit dran zu sitzen, nicht zu verstehen, worum es geht, solange ich da in der Nähe von meinem Vater sein konnte. Und mich hat es, glaube ich, zum Teil schon stolz gemacht, so als Kleine da mit dabei sein zu dürfen. Und
irgendwelchen großen Wörtern zuzuhören. Katharinas Heimatstadt Merseburg liegt da, wo die DDR am grausten ist.